Das tägliche Wort Gottes. Es ist immer meine Pflicht gewesen, den Menschen zu führen. Darüber hinaus ist die Eroberung des Menschen das, was ich verfügte, als ich die Welt erschuf. Die Menschen wissen vielleicht nicht, dass ich den Menschen in den letzten Tagen gänzlich erobern werde oder dass die Eroberung der Aufsässigen unter der Menschheit der Beweis meines Sieges über Satan ist. Als aber mein Feind seine Schlacht mit mir begann, sagte ich ihm bereits, dass ich diejenigen erobern würde, die Satan gefangen genommen und zu seinen Kindern, seinen treuen Dienern gemacht hatte, die über seine Heimstatt wachten. Die ursprüngliche Bedeutung von erobern ist besiegen, zur Demütigung zu unterwerfen. In der Sprache der Israeliten bedeutet es, vollkommen zu besiegen, zu zerstören und die Fähigkeit zu weiterem Widerstand gegen mich zu nehmen. Heute aber, wenn es unter euch gebraucht wird, ist seine Bedeutung erobern. Ihr solltet wissen, dass es immer meine Absicht gewesen ist, den Bösen vollständig auszulöschen und aus der Menschheit zu verjagen, damit er nicht länger gegen mich rebellieren kann, geschweige denn den Atem hat, mein Werk zu unterbrechen oder zu stören. Daher hat dieses Wort, was den Menschen betrifft, die Bedeutung erobern erhalten. Was auch immer die Assoziationen mit diesem Ausdruck seien, mein Werk ist es, die Menschheit zu besiegen. Denn während es wahr ist, dass die Menschheit ein Anhängsel meiner Führung ist, so ist die Menschheit, genauer genommen, nichts anderes als mein Feind. Die Menschheit ist der Böse, der sich mir widersetzt und gegen mich rebelliert. Die Menschheit ist nichts anderes als ein Abkömmling des von mir verfluchten Bösen. Die Menschheit ist nichts anderes als der Nachkomme des Erzengels, der mich betrog. Die Menschheit ist nichts anderes als das Vermächtnis des Teufels, der von mir vor langer Zeit verschmäht, seither mein unversöhnlicher Feind ist. Denn der Himmel über der ganzen Menschheit ist trübe und dunkel. Ohne die geringste Anmutung von Klarheit. Und die Menschenwelt ist in pechartige Dunkelheit getaucht, sodass, wer in ihr lebt, nicht einmal die ausgestreckte Hand vor Augen oder wenn er den Kopf hebt, die Sonne sehen kann. Die Straße unter seinen Füßen, schlammig und voller Schlaglöcher, windet sich kurvenreich. Das ganze Land ist mit Leichen übersät. Die dunklen Ecken sind mit den Überresten der Toten gefüllt. Und in den kühlen und schattigen Ecken haben sich Heerscharen von Dämonen niedergelassen. Und überall in der Welt der Menschen kommen und gehen Dämonen in Scharen. Die Nachkommen aller Arten von Bestien, von Schmutz bedeckt, sind in eine offene Fellschlacht verwickelt, deren Lärm das Herz mit Schrecken erfüllt. Wohin geht man in solchen Zeiten, in solch einer Welt, in solch einem irdischen Paradies, um die Glückseligkeiten des Lebens aufzusuchen?
Wo könnte man den Bestimmungsort seines Lebens finden? Der Mensch, seit langem zertreten unter den Füßen Satans, ist von Beginn an ein Schauspieler gewesen, der Satans Bild annimmt. Mehr noch, der Mensch ist die Verkörperung Satans und dient als Beweis, der Satan laut und deutlich bezeugt. Wie kann solch ein Menschengeschlecht, solch ein Haufen verkommenen Abschaums, solch Nachkommenschaft dieser verdorbenen menschlichen Familie für Gott Zeugnis ablegen? Woher kommt meine Herrlichkeit? Wo kann man beginnen, von meinem Zeugnis zu sprechen? Denn der Feind, der die Menschheit verdorben hat und sich gegen mich stellt, hat die Menschheit schon übernommen. Die Menschheit, die ich vor langer Zeit erschaffen habe und die mit meiner Herrlichkeit und meinem Ausleben erfüllt war und sie befleckt. Er hat mir meine Herrlichkeit entrissen und alles, womit er den Menschen durchtränkt hat, ist Gift, das stark mit der Hässlichkeit Satans durchzogen ist. Und Saft von der Frucht des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse. Am Anfang schuf ich die Menschheit. Das heißt, ich schuf Adam, den Ahnherrn der Menschheit. Er wurde mit Gestalt und Bild beschenkt, vor Kraft strotzend, vor Lebenskraft strotzend und war überdies in Begleitung meiner Herrlichkeit. Das war der glorreiche Tag, an dem ich den Menschen schuf. Danach wurde Eva aus dem Leib Adams hervorgebracht. Und auch sie war die Ahne des Menschen. Und so waren die Menschen, die ich schuf, erfüllt mit meinem Atem und übersprudelnd von meiner Herrlichkeit. Adam wurde ursprünglich aus meiner Hand geboren und war die Darstellung meines Abbildes. Somit war die ursprüngliche Bedeutung von Adam ein Geschöpf, das von mir geschaffen ward, getränkt mit meiner Lebensenergie, getränkt mit meiner Herrlichkeit, mit Gestalt und Bild, mit Geist und Atem. Er war das einzige erschaffene Wesen, das einen Geist besaß, das fähig war, mich zu vertreten, mein Bild zu tragen und meinen Atem zu empfangen. Am Anfang war Eva der zweite mit dem Atem beschenkten Mensch, dessen Schöpfung ich bestimmt hatte. Die ursprüngliche Bedeutung von Eva war also ein erschaffenes Wesen, das meine Herrlichkeit fortsetzen würde, erfüllt von meiner Lebenskraft und überdies beschenkt mit meiner Herrlichkeit. Eva kam von Adam, also trug auch sie mein Bild, denn sie war der zweite Mensch, der in meinem Abbild geschaffen wurde. Die ursprüngliche Bedeutung von Eva war ein lebendiger Mensch, mit Geist, Fleisch und Knochen, mein zweites Zeugnis sowie mein zweites Abbild unter den Menschen. Sie waren die Ahnen der Menschheit, der reine und wertvolle Schatz des Menschen und von Beginn an lebendige, mit dem Geist beschenkte Wesen. Der Böse jedoch zertrampelte die Nachkommen der Ahnen der Menschheit und nahm sie gefangen, indem er die Menschenwelt in vollkommene Dunkelheit tauchte und es so einrichtete, dass die Nachkommen nicht länger
an meine Existenz glauben. Noch entsetzlicher ist es, dass der Böse, noch während er die Menschen verdirbt und über sie hinwegtrampelt, ihnen meine Herrlichkeit, mein Zeugnis, die Lebenskraft, die ich ihnen zuteil werden ließ, den Atem und das Leben, das ich ihnen einhauchte, all die Herrlichkeit in der Menschenwelt und all das Herzblut, das ich für die Menschheit hingegeben habe, grausam entreißt. Die Menschheit ist nicht länger im Lichte. Die Menschen haben alles verloren, was ich ihnen zuteil werden ließ. Und sie haben die Herrlichkeit, die ich ihnen gab, weggeworfen. Wie können sie anerkennen, dass ich der Herr aller erschaffenen Wesen bin? Wie können sie weiter an meine Existenz im Himmel glauben? Wie können sie die Bekundungen meiner Herrlichkeit auf Erden entdecken? Wie können diese Enkelsöhne und Enkeltöchter den Gott annehmen, den ihre eigenen Vorfahren verehrten als den Herrn, der sie erschuf? Diese erbarmenswerten Enkelsöhne und Enkeltöchter haben die Herrlichkeit, das Abbild und das Zeugnis, das ich Adam und Eva zuteil werden ließ, sowie das Leben, das ich der Menschheit zuteil werden ließ und von dem ihre Existenz abhängt, freigebig dem Bösen geschenkt. Und sie sind äußerst unbedacht über die Gegenwart des Bösen und geben ihm all meine Herrlichkeit. Ist das nicht der eigentliche Ursprung der Bezeichnung Abschaum? Wie können solche Menschen, solch böse Dämonen, solch wandelnde Leichen, solche Gestalten Satans, solche Feinde meiner, von meiner Herrlichkeit erfüllt sein? Ich werde meine Herrlichkeit wieder zurücknehmen, mein Zeugnis zurücknehmen, das unter den Menschen besteht. Und alles, was mir einst gehörte und was ich der Menschheit vor langer Zeit gab, ich werde die Menschheit vollkommen erobern. Allerdings solltest du wissen, dass die Menschen, die ich schuf, heilige Menschen waren, die mein Bild und meine Herrlichkeit trugen. Weder gehörten sie Satan, noch unterlagen sie seinem Zertrampeln, sondern sie waren ein reiner Ausdruck meiner, frei von der geringsten Spur von Satans Gift. Und deshalb teile ich der Menschheit mit, dass ich nur das will, was von meiner Hand geschaffen wurde. Die Heiligen, die ich liebe und die keinem anderen Wesen angehören. Überdies werde ich an ihnen Gefallen finden und sie als meine Herrlichkeit erachten. Was ich dagegen nicht will, sind die Menschen, die von Satan verdorben wurden, die heute Satan gehören und die nicht länger meine ursprüngliche Schöpfung sind. Denn ich beabsichtige, meine Herrlichkeit, die in der Menschenwelt besteht, zurückzunehmen. Als Beweis meiner Herrlichkeit werde ich die Überlebenden unter der Menschheit durch die Besiegung Satans vollständig erobern. Ich nehme mein Zeugnis nur als Kristallisation meiner selbst, als Gegenstand meiner Freude. Dies ist mein Wille.